Nein. Ist das jetzt peinlich? Okay, ich sollte das rausschneiden. Ehrlich, eigentlich sollte ich das jetzt rausschneiden. Aber wir sind ja ehrlich. Dann muss man das auch ehrlicherweise drin lassen und neu starten. Meine herzallerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Ich freue mich, dass ihr wieder meine Gäste seid. Wir hatten gerade Abendessen, Annika und ich. Und ich habe jetzt noch einen Kaffee gehabt, von dem ich jetzt noch den letzten Schluck wegtrinke. Und dann können wir loslegen. Einfach nur geil. So, was ist unser Plan? Was haben wir vor? Was müssen wir tun? Was wollen wir tun? Wir haben uns ja schon das versteckte Teil geholt, versteckte Motorhauben. Und was wollen wir denn machen? Worauf haben wir denn Lust? Wir sind jetzt gerade hier. Und in der Nähe ist jetzt erstmal nichts. Da oben wäre noch ein Sprintrennen, das könnte man machen. Ansonsten sind da zwei URL-Rennen, da wollen wir natürlich auch mal fahren. Da hinten ist noch Street Cross und ein Drag-Rennen. Also wir fahren einfach der Reihenfolge nach. Die beiden Rundkurse da oben und das da oben mache ich jetzt erstmal nicht. Aber wir machen jetzt erstmal den Sprint und dann da weiter und ja, einfach wie es so kommt. Ich freue mich. Und ich freue mich, dass ihr weiterhin Bock habt und dass wir zusammen Spaß haben und ich bin schon richtig... Ach so, Moment. Es ist, meine Schaltung ist auf einmal auf manuell. Ich hatte, Na gut, hey Kumpel, erstmal Telefon. Cool, dass du unterwegs bist. In der Gegend von Beacon Hill ist was am Start. Keine Ahnung, wo genau, aber du findest es. Ich fahr da jetzt hin. Hoffentlich sehen wir uns da. Ende. Ich find's halt eben nicht. Ich weiß nicht, was er mir sagen möchte mit seinen ganzen Tipps. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz nochmal in die... wo kann ich das denn umstellen? Getriebe, genau. Das wollte ich wieder auf Auto... Ja, so, machen wir das wieder an und das... Ich hatte was versucht. So, okay. Hier ist unser Sprintrennen. Das fahren wir. 300 gibt's dafür, wie für alle Rennen momentan. Das ist immer ein bisschen wenig. Wir wollen eigentlich ein bisschen mehr Kohle haben. Oh Mann, das ist ein Sprint hier und kein Schneckenrennen. Ruf lieber Rachel an und leih dir einen richtigen Wagen, damit ich wenigstens ein bisschen gefordert werde. Hör mal, du hast noch eine große Klappe und gleich kriegst du auf die Fresse, mein lieber Greg mit 2G. Wobei ich auch lieber Rachels 350Z hätte, muss ich zugeben. Okay. Ich finde unseren 240SX zwar ziemlich geil, ja, also wirklich, ich finde den... Also schaut euch die anderen Autos an, die mitfahren. Wenn unser Wagen da nicht mit Abstand der geilste ist von den Vieren... Ey, hör mal. Wenn unser Wagen nicht mit Abstand der geilste ist von den Vieren hier... Okay, der Vierte ist weg. Ach, der ist im Gegenverkehr gelandet. Okay, also von den Dreien hier, weil einer nicht mehr mitfahren möchte anscheinend. Dann weiß ich auch nicht. Ja, der sieht einfach nur geil aus. Die Lampen, okay, kann man darüber streiten. Haben einige geschrieben, sie fanden die Originalen besser. Kann ich nachvollziehen. Ja, sie haben ihren Charme, habe ich ja auch damals gesagt, als wir die ausgetauscht haben. Kann ich nachvollziehen, wenn manche die Originalen geiler finden, aber... Insgesamt muss man einfach sagen, ist unser 240SX ein richtig heißes Schnittchen. Und der ist jetzt erstmal. Ja, gut, der ist jetzt auch erstmal raus aus dem Rennen. Jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Und der ist aber auch tatsächlich relativ weit vorne. Den sollten wir uns langsam mal holen. So, jetzt kommen wir hier mit 200 auf die Gerade und dann zünden wir das Nitro durch und sind bei 216. Absurd, diese Leistung, Himmel. Absurd. So, und den holen wir uns jetzt auch noch. Wir kommen schon immer näher. Ich sag euch, der hat keine Chance gegen uns. Der hat keine Chance. Und da fährt er voll gegen die Wand. Weißt du, er hat zwei dicke Spuren, dreispurig, vierspurig gehabt, wo er sich aussuchen konnte, links oder rechts. Und er sucht sich die goldene Mitte und knallt gegen die Wand. Finde ich gut. Sehr fair gemacht. Sehr lieb. So, wir bewegen, glaube ich, den Wagen gerade auch am Limit hier mit 230 eben. Ah, ich hätte links fahren sollen. Ich hätte... Oder ist egal, ne? Ist egal. 236. Ei, der Wagen hat richtig, richtig Leistung. Höchstgeschwindigkeitsmäßig natürlich noch nicht so krass, aber ich meine... Schaut's euch an, ja, wir sind hier im Sprint und sind locker vorne gerade. Und ich glaube auch, wir werden... Oh, ich hätte rechts fahren sollen. Ich glaube auch, wir werden alle Rennen ohne Probleme gewinnen, solange wir keine Unfälle bauen. Weil leistungstechnisch, selbst auch schwer... Ziehen wir einfach alle anderen Rostlauben ab. Also die einzige Möglichkeit, wie wir Rennen verlieren, ist, glaube ich, indem wir Unfälle bauen. Solange wir halbwegs gut fahren, werden wir hier gar nichts verlieren. Da bin ich mir relativ sicher. Das Auto geht so geil ab. Na gut, nicht zu siegessicher sein. Die Gegner sind nicht so weit weg, ne? Und was natürlich immer passieren kann, sind Unfälle. Und die schließe ich ja auch nicht aus, dass wir dann verlieren, wenn wir Unfälle bauen. Da kommt einer, aber er schubst uns an. Sehr freundlich. Dankeschön. Hey, ich lass dich nicht vorbei. Du denkst doch jetzt nicht, dass ich dich überholen lasse bei 88%. Ey, jetzt kommen sie aber alle an. Jetzt werden sie übermütig, weil ich gesagt habe, dass wir ohne Unfälle nicht verlieren. Werden sie jetzt übermütig und kommen angeschossen. Ey, er kommt halt echt angeschossen. Oh Gott, wir verlieren das jetzt. Es musste so kommen. Es musste so kommen. Das Spiel kann nicht anders, als meine große Klappe zu bestrafen. Und ich
bereue es immer wieder, eine große Klappe zu haben. Nein. Ist das jetzt peinlich? Okay, ich sollte das rausschneiden. Ehrlich, eigentlich sollte ich das jetzt rausschneiden. Aber wir sind ja ehrlich. Man muss zu seinem Karma stehen. Und wenn Walle sagt, wir verlieren das nicht, wenn wir keine Unfälle bauen, und er verliert es dann natürlich trotzdem, dann muss man das auch ehrlicherweise drin lassen und neu starten. Aber das war wirklich, also die Leute von euch, die bei meinem Underground 1 Let's Play dabei waren, werden sich erinnern, immer wenn ich mich lustig gemacht habe oder zu siegessicher war, haben wir richtig schön auf die Fresse bekommen. Instant Karma lässt grüßen. Insofern scheint sich das auch bei Underground 2 fortzusetzen. Und das heißt für mich, die große Klappe muss ein bisschen kleiner werden. Ich find's herrlich, wie das Spiel mir einfach Manieren beibringt. Was hast du gesagt? Du gewinnst einfach easy? Moment, das können wir... Hey, Barrel Roll. Mit Pirouette. Dürfen wir auch weiterfahren? Wow, mit Wheelie noch. Okay, ich sollte... Das starten wir einfach direkt mal neu. Also, das Spiel... Aber... Wow! Also, der hat Hydraulik eingebaut. Der hat Hydraulik eingebaut, aber richtig krass, Leute. Der ist einfach mal 30 Meter nach oben gesprungen. Was ist das denn gewesen? Nicht schlecht. Das Spiel überrascht mich heute. Also, jetzt, wir sind noch nicht lange drin und es überrascht mich immer wieder. Also, was ich eigentlich sagen wollte, das Spiel hat sich gedacht, was hast du gesagt? Du gewinnst ohne Probleme? Moment, das können wir ändern. Es ist, ich habe halt wirklich manchmal das Gefühl, das Spiel hört dir zu, ne? Hatte ich bei Underground 1 auch schon. Irgendein Gegner fährt gegen die Wand, ich so, haha, fahr um die Ecke, bam, Lieferwagen in die Fresse. Es ist wirklich Karma. Ich bin inzwischen überzeugt, diese Spiele besitzen einen Karma-Faktor, der merkt, wenn der Spieler sich zu siegessicher ist oder wenn er sich lustig macht über die Mitspieler. Und dann gibt's auf die Fresse, aber so richtig. Wir haben es halt echt verloren, ohne dass ich da einen Unfall gebe. Ich war einfach, die haben plötzlich, sind die voll rangekommen, haben mich sogar angeschoben, obwohl ich, hier, guck mal, am Anfang bin ich die ganze Zeit so vorne gewesen, wie jetzt auch. Und dann plötzlich kamen sie auf mich, kamen sie ran und haben uns dann da noch überholt am Ende in der Kurve. Nicht schlecht. Offiziell der zweite Versuch, der dritte war ja ganz kurz. Das zählt nicht, da war einfach ein bisschen Pirouette. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Kann man sich überhaupt noch mit irgendwas sicher sein in diesem Spiel? Ich weiß es nicht. So, wir versuchen die Kurven einfach schön zu nehmen. Ja, schön war es jetzt nett. Ich meine, wir haben ja auch Nitro. Das Ding ist halt, dass unser Nitro so gar nichts bringt. Aber wirklich gar nichts. Du kannst das drücken und wirst 2 km schneller. Okay, das ist aber eher so ein Pseudo-Nitro. So fürs Gefühl. Fürs gute Gefühl. Aber wir sind zumindest jetzt nach vorne und sie haben uns nicht angeschoben. Das heißt... Wenn wir jetzt hier keine Fehler mehr machen, und das hoffe ich doch, dann könnte das jetzt der Sieg gewesen sein hier. Ich höre aber, wie sie rankommen. Naja, die sind ganz nah. Das wird schon wieder eine richtig enge Kiste werden hier. Aber diesmal wird es eine enge Kiste, die reicht. Diesmal gewinnen wir. Na gut. Schwamm drüber. Ist nicht passiert. Habt ihr nicht gesehen. Walle und sein Karma. Ruf gibt's dafür natürlich auch nicht. Ja, das haben wir auch nicht verdient. Ruf haben wir nicht verdient bei dieser Blamage hier. Für die Street-Credibility war das nämlich nicht so gut hier. Große, große Töne. Das ist wie bei Eddie. Große Töne und dann am Ende nicht abliefern. Das ist einfach peinlich. Das macht man nicht. So, Rachel schreibt uns. Chance auf Sports Compact Car Titelbild. Gutes Rennen. Auf der Straße geht das Gerücht um, dass ein Fotograf von Sports Compact Car nach heißen Kisten sucht. Wenn du Interesse hast, fahr zum Stern auf der Minikarte. Ich ruf dich an, wenn ich mehr weiß. Okay, machen wir. Das geht vor. Die Reporter von Sport Compact Car sind heute mit einem heißen Model da, das sich auf der Haube des Siegers räkelt. Ansporn genug? Ein heißes Model auf meiner Motorhaube? Also, das ist auf jeden Fall Ansporn genug. Von mir aus kann sich das heiße Model auch noch auf anderen Sachen räkeln, die ich jetzt nicht genauer spezifizieren möchte. So, da sind wir auch schon fast da. Ein kleines Fotochen hier an der Ecke. Oh, ich liebe die Musik, Mann. Also, Underground 1, fette Musik. Underground 2, fette Musik. Most Wanted 2005, richtig fette Musik. Carbon hat aber auch geile Musik. Bei Undercover weiß ich es nicht mehr genau, aber Carbon hat auch noch geile Musik. Die ist ein bisschen eigen, aber die finde ich auch geil. So, der Fotograf wird nicht die ganze Nacht warten. Du hast 2 Minuten. Okay, dann sollten wir uns lieber beeilen. Los geht's, links rum. Ja, wobei doch, wenn man mal aufs Tacho achtet, also ein bisschen bringt unser Nitro schon. Wenn es so richtig durchgeladen ist, so 1-2 Striche, dann bringt es tatsächlich ein bisschen was. Aber viel ist es nicht. Viel ist es nicht, meine Freunde. Immerhin kein Verkehr hier gerade im Tunnel. Alles schön leer gefegt. So, wir holen uns mal ein bisschen Verkehr mit, für die nah vorbei ist.
dass wir auch ein bisschen Nitro zünden können hier. Tschüss. Was mache ich hier eigentlich gerade? Hä? Was ist los? Wo lenkt mich mein GPS denn hin? Da muss ich hin. Müssen wir einmal im Kreis fahren? Ist das irgendwie auf einer anderen Höhe oder so? Wo wir sonst nicht hinkommen? Oder was ist da los? Warum muss ich denn einmal hier rumfahren? Ganz mysteriös. Na gut, aber wir sollten es trotzdem ohne Probleme schaffen. Ja, sollten wir schaffen. Da wären wir. Na, du wärst bestimmt gerne mit auf die Haube geklettert, hm? Hauptsache, du bist auf dem Cover von Sport Compact Car. Oh, habe ich jetzt direkt das Foto gemacht? Na gut, dann haben wir direkt das Foto gemacht. Aber ist okay, sieht ja okay aus. Aber ich muss kritisieren. Mir wurde ein heißes Model versprochen. Und es wurde versprochen, sie räkelt sich auf meiner Motorhaube. Erstens finde ich die jetzt nicht so heiß. Und zweitens räkelt sie sich nicht auf meiner Motorhaube. No guts, no glory. The fattest rides. Pulling out the stops on their way to the money. So, wir kriegen 719 dafür. Ich denke, das Geld ist immer einfach mit Multiplikator mit unserer optischen Bewertung, oder? Das wird immer mit dieser Zahl irgendwie multipliziert wahrscheinlich, ne? So, Spielverlust 8%, Konto. Wir haben schon 8000 für unseren Wagen ausgegeben. Meine Güte. Ein bisschen kostenloses Geld. Kostenloses Geld nehmen wir immer gerne mit. Ansonsten haben wir jetzt hier in dem Gebiet, erinnere ich mich, achso, hier ist noch ein Infoding. Wenn du ein Titelbild für eine Zeitschrift ablichtest, solltest du das Schaufenster nutzen. So kannst du den besten Winkel und das beste Setup herausfinden. War hier in dem Gebiet noch irgendwas Shop-mäßiges? Ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr. Die meisten Punkte im Driftrennen bekommst du, wenn du über die weißen Bonusbar... Ja, wissen wir doch alles. Braucht damit doch nicht erzählen. Hallo Burger King. Hier ist tatsächlich ein Drive-Thru bei Burger King. Guck mal hier. So, noch ein Rundkursrennen, ist aber auch nicht versteckt. Das ist das Offizielle auf der Karte. Also ich würde sagen, wir verschwinden hier wieder. Ich würde nämlich ganz gerne da drüben weitermachen mit unserem Sponsoren-Dreckrennen. Da hätte ich Bock drauf. Diese Infodinger bringen auch Geld, deswegen nehmen wir die immer mit. Zielvolles Fahren bringt dir Punkte, die du in Nitro... Ja, wissen wir auch. Braucht ihr mir alles nicht zu erzählen. So, ich schaue nur so ein bisschen, ob hier auch keine Shops sind, irgendwie ganz in der Nähe. Noch ein Infoding. Der Spezialteile-Shop in Beacon Hill, ja, okay, alles schön und gut. Hier links war noch irgendwas, mal eben gucken. Das ist, ach so, das ist aber, nee, es ist nicht auf der Karte. Warte mal. Das ist ein Rennen, das nicht auf der Karte ist. Ja, und es bringt 750. Wenn du der König des Sprints werden willst, musst du schnelle Entscheidungen treffen können. Verpasst du eine Kurve, bist du so gut wie erledigt. Aber keine Panik, wir warten im Ziel auf dich. Ja, das haben wir schon gemerkt eben. Da haben wir eine Kurve nicht gut genommen und dann war Ende im Gelände. Aber das müssen wir jetzt mitnehmen, ja, weil 750 ist mir... Also sonst kriegen wir 300 für die Rennen, ja. Müssen wir machen. Versteckte Rennen lohnen sich zu sehr, um sie nicht zu machen. Oh, ein Golf dabei, auch mal schön. Hyundai Coupé 240SX, schöne Autos am Start hier. Aber guck mal, jetzt im Vergleich sehen wir ja mal die Lampen, rechts und meine. Ich muss sagen, ich finde die originalen Lampen irgendwie cooler. Also, ich meine Zinten, Rückleuchten. Finde ich unsere schöner als die von dem da. Oder? Ja, Golf auch nicht schlecht. Also Golf, schönes Auto. So, wir müssen mal ein bisschen Nitro pfeffern, dass wir hier an den Nissan rankommen. Verstecktes Rennen bringt doppelt so viel Kohle oder noch mehr. Hat aber auch dementsprechend relativ schwere Gegner, habe ich das Gefühl. Die sind auf jeden Fall am Anfang schon gut weggezogen. Wir müssen unser Bestes geben, wenn wir hier gewinnen wollen. Und die 750 müssen wir haben, Mann. Wir brauchen Kohle für unser Auto, für kommende Autos. Denn wenn was knapp ist in diesem Spiel hier, dann nicht der Verkehr. Nein, wenn was knapp ist, dann tatsächlich das Geld. Also hier ist es ja auch so, dass du die Autos neu tunen musst, wenn du ein neues Auto nimmst. Das heißt, bei Underground 1 konnten wir für jedes Rennen das Auto wechseln, weil einfach alle Teile und das Tuning und so übernommen werden. Aber hier ist es eben nicht so und deswegen müssen wir hier ein bisschen sparsamer sein mit der Kohle. Und alles mitnehmen, was sich anbietet an Geld. Damit wir am Ende genug haben. So, ist ja nicht so lang das Rennen, ne? Wir sind schon bei 75% gleich. Solange wir jetzt keinen Unfall mehr bauen, sollten wir das eigentlich gewinnen können. So, jetzt noch einmal hier durch die kurvenreiche Straße. Aber keine Gegner in Sicht momentan. Das riecht für mich nach Sieg. Das riecht für mich ganz gewaltig nach Sieg, meine Freunde. Und das ist es auch. Wir sollten sogar ein bisschen Ruf kriegen. Wir waren relativ weit vorne. Also so weit, wie man eben auf schwer vorne sein kann. 3 Sekunden finde ich schon nicht so schlecht eigentlich. Ja, 200 Ruf, 750 Geld. Wunderbar. Perfekt. Das wollten wir, das wollten wir. Geile Sache. Schön, dass wir das entdeckt haben. So, wir fahren weiter zu dem offiziellen Rennen, was wir fahren wollen. Zu dem Jack-Rennen für unseren Sponsoren. Jetzt muss ich mal gucken, wo der mich hier langführen will.
Da ist noch eine Info, die nehmen wir mit. Suche nach dem Autohändler in Beacon Hills East, der befindet sich abseits der Straße. Ich, ganz ehrlich, ich kann mit diesen Infos von denen nichts anfangen, weil die sagen mir, der ist irgendwo da und da. Aber ich kenne diese... Jetzt will er doch daran. Ich kenne diese Stadt einfach so gar nicht von den Namen her. Ich kann damit null anfangen. Der zeigt uns das natürlich an, wenn wir dann da durchfahren, durch das Gebiet, dann zeigt er uns das oben an, aber... An sich kann ich mit den Infos überhaupt... Weiß ich nicht jetzt, wo er da meint, also keine Ahnung, Mann. Aber da hinten ist ein Lack- und Dekorshop. Ich sehe rot. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. So, die Informationen, die du während des Rennens auf dem Bildschirm siehst, können angepasst werden. Ja, schön. Den haben wir neu entdeckt. Willkommen im Bayview Lack und Decor Shop in Beacon Hill East. Du hast jetzt Zugriff auf lackierte Felgen und Tiervinyls. Okay, Metallic und Pergans haben wir leider noch nicht. Ich wollte gerade mal gucken, haben wir aber leider noch nicht. Wollen wir die Farbe überhaupt wechseln? Nö, ne? Ich wollte nur mal reingucken, weil wir neue... Oder sieht irgendwas anderes cool aus? Oder ein bisschen dunkleres Blau? Habt ihr da Bock drauf? Vielleicht sowas hier, so ein dunkles Blau? Aber ich mag unsere Farbe eigentlich, aber ich meine, Abwechslung ist nicht schlecht. Nehmen wir mal das hier. Spiegel können wir sogar auch färben. Da machen wir die Spiegel auch rot. Das passt dann zu dem Gesamtkonzept des Wagens. Und die Felgen können wir jetzt auch lackieren. Konnten wir vorher auch noch nicht. Die Felgen machen wir mal hier in so einer Farbe. Pulverbeschichtung. So, Spinners können wir noch nicht. Haben wir ja nicht. Motorakzente, Auspuffblende können wir auch schon lackieren. Machen wir auch rot. Das passt dann auch wieder. Wir haben rot und dunkelblau und schwarz. Und das sind so unsere Farben. Ja, das würde uns jetzt 500 kosten, ne? Finde ich die Farbe gut. Doch, ich glaube, also das Blau fand ich schön. Aber ich glaube, ich finde sie jetzt so besser. Und wir haben ein bisschen Abwechslung. Schwarz geht natürlich auch. Schwarz ist aber sehr simpel. Das ist sehr... Okay, so. 500 kostet uns das. Bauen wir ein. Wunderbar. Haben wir auch mal wieder ein bisschen optische Abwechslung. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Und es bleibt trotzdem bei diesem Look, den wir ungefähr haben. Mir gefällt's. Das ist eh die Hauptsache, ne? Das ist eh die Hauptsache. So, wir fahren weiter zu unserem Rennen, wo ich schon die ganze Zeit hin will, wo wir nicht zu kommen, Mann. Aber finde ich ja schön, dass wir noch einen Shop entdeckt haben. Zumindest einen. Also deswegen, ich habe immer die Augen offen und ich schaue mich immer um in der Hoffnung, dann doch mal einen Shop zu entdecken. Und jetzt haben wir tatsächlich mal wieder einen gefunden. Da bin ich froh. Ja, Outrun-Rennen haben wir ja schon gemacht gehabt. Wir haben ja die Motorhauben besorgt. Ich glaube, dass es jetzt nichts bringt, wenn wir noch mehr machen, weil man kriegt, glaube ich, nur pro Stufe, die man sozusagen freischaltet, kriegt man nur ein einzigartiges Ding. Das heißt, wenn ich jetzt weiter Outrun-Rennen fahren würde, würden wir zwar immer $100 kriegen, was auch nicht schlecht ist, aber ich glaube, noch mehr Leistungsteile oder noch mehr einzigartige Teile würden wir nicht kriegen. Erst wenn wir wieder ins nächste Gebiet kommen, glaube ich. Und da ist auch noch ein Street Cross. Dann fahren wir erst das Street Cross und dann das Track auf der anderen Straßenseite. Jo, fettes Street Cross am Start. Bist du cool? Dann mach mit. Los, trau dich. Hol die Kohle raus und stell dich hinten an. Warum sagen wir uns eigentlich jedes Mal bei den Rennen... Oh Gott, der hat schon wieder so ein hässliches Vinyl dran. Der Toyota. Dieses Flammenvinyl ist so hässlich. 2004er Tuning hin oder her. Es ist einfach nur hässlich. Aber ey, unser Nissan, ey, der ist richtig on fleek, Mann. Sieht der geil aus. Puh, der macht mich richtig heiß, du. Also ich... 2004er Tuning hin oder her. Ich... Oh, aua. Ah, aua. Ich finde ihn richtig sexy. Na gut, was wollte ich sagen? Hässliches Tuning? Nee, was wollte ich erzählen? Ich weiß es nicht mehr, dann war es nicht wichtig, ist egal. Ach so, doch, ich weiß es wieder. Warum erzählen die uns immer vor den Rennen, bring die Kohle mit? Wir zahlen doch gar keine Kohle für die Rennen, oder nicht? Also ich meine, gut, normalerweise in den Filmen und so ist es ja auch so. Die fahren zu den Rennen, dann müssen die erstmal Geld abgeben und dann kriegt der Sieger die ganze Kohle. Aber müssten wir theoretisch Geld bezahlen? Also wenn wir jetzt ein Rennen starten, aber verlieren. Verlieren wir dann Geld? Nein, oder? Ich glaube nicht. Und was hat es eigentlich mit diesem einen Gegner da vorne auf sich, den wir nicht kriegen? Was ist bei dem los? Warum ist er so schnell? Ah, und warum nehme ich mir immer diese Kanten mit? So unnötig. Das brauchen wir doch nicht machen. Ey, ich komme nicht an den ran, Mann. Der fährt richtig gut. Aber jetzt mal wirklich, der fährt richtig gut da vorne. Ich fahre schon wirklich hier um die Kurven wie so ein heißer Feger, aber an den da vorne komme ich nicht ran. Das werden wir wahrscheinlich nochmal fahren müssen. Wir kommen jetzt in die letzte Runde, wir sind immer noch Zweiter. Der fährt so schnell. Aha, wir kommen näher. Komm schon, zieh! Oh, wir kommen näher, aber wir werden es trotzdem verlieren, glaube ich. Verdammt, wird das eng. Schade, Mann.
richtig spannendes Rennen, aber leider wird es trotzdem eine Niederlage werden. So knapp am Ende, Mann. Wir waren noch richtig nah dran. Also der eine Typ, da müssen wir wirklich ein Auge drauf haben. Der ist richtig, richtig flott unterwegs, macht keine Fehler, geht super um die Kurven. Vielleicht sollten wir den versuchen, direkt mal am Anfang zu drehen. So nach dem Motto. Zack. Weil die anderen waren ja kein Problem, aber der ist so weggezogen vorne, auch selbst mit guter Kurvenlage und so, war da nichts zu machen. Jetzt drehe ich den aber auch noch weg. Das ist natürlich ein bisschen unfair, aber das gehört zum Spiel dazu. Ich meine, wir werden auch oft genug von der KI bedrängelt und gedreht, da können wir das selber auch machen. Zum Beispiel hier können wir einfach so rumlenken, aber es gibt da so ein paar enge Kurven, da könnte es Sinn machen, wenn man die Handbremse mal so ein bisschen antippt. Mal sehen. Oh ja, seht ihr, da geht er noch ein bisschen steiler um die Kurve. Ja, sollten wir öfter benutzen vielleicht die Handbremse. Natürlich, man verliert man auch Geschwindigkeit, aber ich glaube, im Gesamtergebnis lohnt sich das. Jetzt gerade sind wir richtig gut vorne, 5 Sekunden. Jetzt habe ich natürlich auch die Strecke schon so ein bisschen drin. Jetzt fahre ich auch besser um die Kurven hier. Und vor allem mit der passenden Musik geht alles, ey. Ist das geil, die Musik, der Sound, die Autos. Ich bin richtig verliebt, Mann. Und ich freue mich, dass wir erst in Part, was sind wir, Part 4 oder 5 oder so sind. 8 Sekunden sind wir jetzt vor denen. Eben noch richtig verloren und jetzt sind wir hier mega am Dominieren. Also ich freue mich, dass wir noch ganz am Anfang dieses Projekts sind, weil ich habe Bock auf das Spiel. Ich habe keinen Bock, dass das zu Ende geht. Und noch sind wir ja wirklich, noch haben wir alles vor uns und das freut mich einfach. Und ich bin, ganz ehrlich, ich bin wirklich froh, dass wir nicht den Corsa genommen haben. Der Corsa, ich hätte fast den Corsa gewählt, muss ich sagen. Einfach, weil es mal ein Auto von mir war und weil es so richtig dieses, ja, vom Anfänger zum Profi symbolisiert, ne? So ein Kack-Corsa und dann später die fetten Autos fahren. Und der 240 SX ist halt für ein Startauto schon ein bisschen zu fett quasi. Aber ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass wir nicht den Corsa genommen haben, sondern den Nissan, weil der ist einfach, er ist wirklich erste Sahne. Einfach nur geil. Und was war das denn bitte? Zweiter Versuch, 20 Sekunden vom letzten, 12 Sekunden oder 11,5 vom zweiten. Holy shit. Sollte man natürlich auch, genau, kriegen wir auch 300 Ruf. Ich glaube, das ist auch Maximum. So, da gibt's direkt eine Nachricht. Verpasst dein Wagen einen Racing Touch mit einem der nagelneuen Dachspoiler in jedem Karosserieshop. Oh, nice. Können wir gleich noch vorbeischauen. Wir fahren aber erstmal noch das Jackrennen hier. Mach dir keinen Stress, aber das hier ist kein normales Jackrennen. Gehört zu deinem Sponsorenvertrag und bringt dir ein bisschen extra Kohle. Gewinn das Ding und du hast eine Sorge weniger. 875 gibt's ja. Nice. Ja, die Sponsorenrennen bringen richtig gut Kohle. Oh, roter Lack mit pinkem Neon ist natürlich auch gewagt. Kann man machen, aber ist gewagt. Roter Lack und pinkes Neon. Also ich würde es nicht machen. Ist auch ein bisschen für die Geschmacksnerven ein bisschen eine Beleidigung so, aber ist mutig. Ist mutig. So, was ist das hier eigentlich? Warum verlieren wir das? Warum verlieren wir das eigentlich? Ja, wobei, wenn die beiden sich noch ein bisschen kappeln, dann gewinnen wir das vielleicht sogar noch. Nee, das gewinnen wir überhaupt nicht mehr, glaube ich. Er fliegt. Nee, das verlieren wir sehr eindeutig. So, diesmal ein bisschen besser geschaltet. Und ich habe uns schon gegen die Wand fahren sehen. Nö, stattdessen lenken wir den einfach gegen die Wand. Es war nur Platz für einen, es tut mir sehr leid. Es war wirklich nur Platz für einen, Kollege. Ich hätte dich auch durchgelassen, wenn Platz für zwei gewesen wäre. War aber nicht. So, wir springen hier durch die Kisten. Und wir rasen ins Ziel. Im vierten Gang. Ja, sehr schön. Die anderen drei sind anscheinend alle gekracht. Alle drei haben es geschafft zu sterben. Oder halt kaputt zu gehen. Das heißt, wir sollten auch 300 Rufpunkte kriegen wahrscheinlich. Ja, 875 Kohle, 300 Ruf. Perfekt. Besseres Ergebnis hätte man nicht kriegen können. So, es geht also weiter wunderbar voran. Wir können auch demnächst mal unser erstes URL-Rennen machen. Wir haben immer noch kein URL-Rennen gemacht. Oh, ist das schon wieder ein verstecktes Rennen? Es sieht sehr danach aus. Ist nämlich nicht auf der Karte. Yes! Oh Leute, diesen Part werden wir richtig reich hier. Nochmal 750. Bring noch ein paar Pferde mit, wenn du mit uns Track fahren willst. Wenn ich im Ziel bin, stelle ich eine Sonnenuhr auf, damit wir für deine Rostlaube auch die genaue Zeit stoppen können. Holy shit, diese Sätze, diese Sprüche sind einfach nur genial. Die sind richtig savage, Mann. Noch ein verstecktes Rennen. Ist das geil. Wir werden richtig reich, diesen Part.
So, ein bisschen zu früh geschaltet, aber ist egal. Wir sollten uns am Anfang einfach nach vorne wegsetzen und das machen wir. Und dann sollten wir das eigentlich schon gewinnen können. So, der war wieder perfekt dann. Na, wobei, der eine da, der kommt näher. Das ist ein Supra. Ich wollte jetzt gerade mal den so ein bisschen ärgern, aber da kommt eh Verkehr. Okay, müssen wir eh neu starten. Jawohl, dreimal perfekt geschaltet. So sehen wir das gerne. Ah, da war ich ein bisschen zu... Ja gut, da habe ich ein bisschen zu lange gezögert. Ich dachte, wir warten bis auf den perfekten Moment ab. Der Supra war das eben, der da so vorbeigezogen ist. Jetzt haben wir hier den Toyota. Aber den können wir ja überholen. Der ist eigentlich kein Problem. Der Verkehr ist halt auch noch das Ding, ne? Also gut fahren hin oder her. Wir müssen aufpassen mit dem Verkehr. Und mit unserem Motor. Da kommt nämlich kein Gang mehr danach. Aber das gewinnen wir. 44,99. Schöne Zeit. Und nochmal 200 Rufe und nochmal 750. Leute, Leute, ist das heute am Laufen hier. Wir wollen zum Karosserieshop uns noch unsere neuen Dachschürzen-Dinger anschauen. Bin ich ja kein Fan von, wisst ihr, ne? Haben wir bei Amazon 1 auch nicht gerne drauf gemacht, aber... Wir wollen natürlich auch mehr Sterne kriegen mit dem Wagen. Das heißt, auch das müssen wir leider drauf machen. Kann man drüber hinwegsehen, würde ich sagen, oder? Kann man drüber hinwegsehen. Ich bin nicht der größte Fan davon, aber kann man schon machen. Meine Güte, es hört nicht auf hier mit den langen Parts. Aber ich meine, euch wird's nicht stören. Euch wird's nicht stören, hier schön lange Parts zu machen, glaube ich. Ah, so ein süßes Auto, Mann. So ein süßes Auto. Ich wollte gerade mal schauen, ob ich irgendwas austauschen möchte, aber eigentlich nicht. Eigentlich, finde ich, haben wir das schon genau richtig gemacht hier mit dem Tuning. Spoiler haben wir immer noch nicht. Neue Spoiler hätte ich gerne mal. Das fehlt bei dem Wagen noch. Ich meine, es sieht schön aus hinten. Ja, es ist sehr simpel gehalten. Aber so ein schöner, fetter Spoiler würde noch passen für Underground-Styling-Tuning-mäßig. So, das Spoiler haben wir neu. Da wird hier das schöne Sonnendach weggemacht für so einen Kack-Lufteinzug da oben. Das hätte ich früher genommen. Es sieht aber so ein bisschen aus wie so Sirenen. Ja, ich muss sagen, es ist halt wirklich einfach das Standardding am schönsten. Aber es bringt uns 0,1 in der Sternewertung. Also machen wir das. Die Frage ist, welchen? Ich glaube, den finde ich noch ganz okay. Der ist ein bisschen breiter, Northeast. Generell können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass Dachspoiler nicht geil sind. Ja? Und dass wir die eigentlich nicht drauf machen wollen. Aber für die Sterne und so und für das 2004er-Tuning machen wir es natürlich trotzdem. Es geht nicht darum, welcher sieht geil aus, sondern welcher sieht weniger scheiße aus. Ja, wir nehmen hier Northeast. So, ich muss ja sagen, inzwischen hätte ich fast wieder Bock, dass wir die Serienlampen reinbauen. Also ich habe sie letztens extra ausgetauscht, weil ich gesagt habe, sie gefallen mir nicht. Aber wenn sie einen so angucken, so süß, so kleine Glubschaugen, ist das schon süß irgendwie, oder? Da verlieren wir natürlich wieder 0,1, aber dafür haben wir natürlich gerade den Dachspoiler drauf gemacht, ne? Ach komm, wir machen... Wenn wir Sterne brauchen, dann holen wir uns Sterne. Wir machen wieder die Standard... Ich find's eigentlich gar nicht so... Wenn die mich jetzt so angucken, finde ich es irgendwie doch geiler. Wollen wir die Felgen mal tauschen vielleicht? Ich meine, wir haben so viel Kohle. Wir können eigentlich mal ein bisschen rumtunen und ein bisschen austauschen. Das kostet natürlich alles immer Geld, aber... Die sind auch nicht schlecht hier. 5 Ziegen Hyper. Oder die hier, auch nicht schlecht. Die sind auch ziemlich geil. Warte mal, wie sehen die denn groß aus? Boah, auch nicht übel, Mann. Die hier sind geil, Mann. Die machen wir mal drauf. 5 Ziegen Hyper. Einfach mal wieder ein bisschen. Es geht auch nicht immer darum, welches sieht jetzt am besten aus, das oder das. Ich will einfach auch ein bisschen immer Abwechslung haben. Mal die Farbe wechseln, mal das wechseln, mal das wechseln. Dass wir immer wieder verschiedene Looks haben. Dem einen gefällt das eine besser, dem anderen das andere besser. Aber möglichst verschiedene Sachen einfach mal machen und ausprobieren. Geiles Lied im Übrigen, wo wir gerade mal beim Thema sind hier. Wir haben jetzt also wieder eine Dachschürze da oben drauf. Und dafür haben wir aber wieder die Standardlampen. Die sind einfach süß. Die gucken einen so goldig an da. Das ist schon irgendwie cool. Also die Motorhaube, da bin ich jetzt noch nicht so der Fan von. Ich fand die wir vorher hatten, besser. Aber die ist halt einzigartig und die bringt viel Sternewertung. Aber so von hinten, wenn ich mir so den Arsch angucke... Richtig heißes Teil, meine Freunde. So, damit sind wir für heute erstmal wieder durch. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall mal hier die URL-Rennen. Da hätte ich Bock drauf, denn die Drag-Rennen für unseren Sponsorenvertrag haben wir ja schon gemacht. DVD-K haben wir auch gemacht, also machen wir die URL-Rennen. Aber das machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin raus, meine Freunde. Euer Walle. Bye, bye.